Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Dieses geht jetzt gerade mitten aus nichts aufgetaucht, okay. Ja. Eher wie ein Schiffshalter. Sie? Okay, ja, wie man sieht, Patty hat sich uns angeschlossen und ja, Yuri und die anderen sind noch auf dem Schiff und ja, der Mast ist umgekippt, also ja, wahrscheinlich ist da irgendwas passiert, ne? Ich konnte den schon wieder nicht ausweichen. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? So, wir testen mal Patty aus. Geschick stand da gerade. Okay. Weiß jetzt nicht, was das war. Erlernt. Okay. Gucken wir mal unten. Direkt, was das ist, ne? Explosive Art. Au. Das ist ein Zufallszauber, ne? Ah. Ja, ich nehme so viel Schaden. Na. Ja. Lass mich Naruto running. Ich renne hier wie Naruto einfach weg. Ich glaube, ich möchte den Angriff lieber da haben. Warum man will, machen wir mal da. Variable Abzug. Kleiner Chefkoch, riskanter Einsatz. Mit an Brennen ist dann je nach Eingabe von mein Gott. Soll ich mir den Nat merken? So, Knallbombe. Ich glaube, da bin ich hier. Knallbombe und dann Trick, Trick und der Zauber kommt da ein. So, kritische Form. Okay, jetzt kämpft sie ganz anders. Cool. Warum nicht? Bootsmann, okay. Ja, müssen wir noch alles hier ein bisschen lernen mit ihr. Aber wird schon. So, ausguckt, wenn man der Backbord Bug frei machen. Wir versenken jeden leidigen Kutter, der sich uns in den Weg stellt. Okay, okay, jetzt zu ihrer Verteidigung. Du hast die meiste Verteidigung wahrscheinlich von allen. Ne, ich glaube, es zählt sogar die meiste Verteidigung. Ne, leer geschieben, versuchst mit 10. Hm. Das rührt sich nicht. Das muss anders gehen. Da kann man jetzt darüber oder was? Ich dachte, der Mast wäre umgekippt. Wie sie hochklettern. Ich finde sie putzig. Warum hatten wir sie nicht in der normalen Version? Nicht, dass ich die normale Version gespielt hätte. Und da, ja. Okay, das ist offensichtlich jetzt hier. Aber ja. Er hat mich früher so geärgert, ey.
Ja, früher hat mich das so geärgert. Ich hatte nie eine Xbox und ja, abgesehen, bin zum ersten Mal über die Tales of Serie gestolpert, als ich von Tales of Vesperia gehört habe. Dann habe ich erfahren, dass es nur für Xbox ist und das war Kacke. Und ja, das fand ich ein bisschen doof. Okay, diese Form wechselt tut aber nicht irgendwie. Tut aber nicht irgendwie. Was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Wir sind irgendwie voll im Verein verloren, ey. Oh. Da habe ich Angriffsform. Ne, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ist früher, als ich ausprobiert habe, dass das Spiel nur für die Xbox rausgekommen ist, fand ich voll doof. Und ja, weil das wäre das einzige Spiel gewesen, für das ich eine Xbox geholt hätte, eine Xbox 360. Und dann erfahre ich auch noch, dass es irgendwann eine PS3-Version gibt, die noch mehr Content hat. Und ja, könnt euch dann vorstellen, wie genervt ich war damals. Ich weiß noch, auf Facebook haben sie alle, weiß ich nicht, Bandai Namco immer angeschrieben. Und irgendwie weiß ich nicht. Boah. Und irgendwie gebettelt, dass das Spiel irgendwie außerhalb Amerika rauskommt. Und ja, ist natürlich nicht passiert. Und ich war einer dieser Leute übrigens. Da noch mein Zauber. Boah, diese blöden Viecher, ne? Angriffsform. Boah, das ist so blöde, ne? Wer hat sich diesen Mist ausgedacht? Hey, das ist doch so dämlich, ey. Komm mal her. Boah, ich drücke nach unten. Okay, ich dachte, ich muss irgendwann drücken, ja. Falscher Angriff. Ich wollte eine Torte eigentlich kochen, aber muss ich so, glaube ich, machen, ne? Wie kochen ist zurzeit nicht möglich. Ich habe doch sie dabei. Aber ich habe gerade gekocht. Was mache ich eigentlich? Gut. Oh, muss es mich ja unbedingt sehen, ne? Kritisch. Sollen wir mal irgendwie noch mal durchlesen, was die ganzen Form machen. Mein Gott. Tun alle ihre Angriffe irgendwie anders aussehen? Ja, jetzt kommt eine Boxhandschuhe aus. Na, geh weg. Na, laufen tut sie auch anders. Warte. Dich. Mir geht halt so auf den Nerven, die Gegner alle wegrennen, ey. Oh, danke, Carol. Ich glaube, bis dahin werde ich mich noch in den Credits dieses Spiels hier irgendwie beschweren, dass die Gegner alle am Wegrennen sind, ey. Ja, was ist das denn für eine dämliche Mechanik, ey?
Ah, ich habe keine TP. Da geht mir auf, wenn er die Gegner immer umfallen und ich kann die ja nicht treffen, weil mir überall nicht. Ja, immer diese kleinen Sachen. Hey, aber auch abzuwehren. Fast dann einfach nicht. Und dann hau da ab. Noch bis der haut jetzt wahrscheinlich auch wieder ab, ne? Na. So. Ich möchte nicht kochen. Ich möchte eine Torte jetzt kochen. Ein Sorbet, eine Torte. Egal. Ja, war überhaupt erfolgreich. Sieht jetzt nämlich nicht so aus. So. Ich kann mit ihr irgendwie nicht den Ring benutzen. Ach so. Ja, okay, ich nehme an, weil die anderen. Okay, wir haben ja nicht zwei Ringe, also. Juri hat den Ring, ne? Ja, wollte ich gar nicht machen. Was ist das? Geschickform. Ja, damit schießt sie gut. Meine Bombe ist außerhalb des Kampfes. Geh weg. Okay. Hör doch von mir. Okay. Ich habe irgendwas aktiviert da. Oh. Jetzt irgendein Knopf da gedrückt, also ja, Mathe kann man glaube ich gar nicht benutzen hier, ne? Dreck, ein Speicherpunkt. Na, oh. Wenn sie ein Speicherpunkt in der Nähe ist, ne? Mir macht schon Spaß zu spielen. Macht eigentlich mit jedem Charakter hier Spaß. Das ist immer interessant an den Tales of spielen. Jeder Charakter ist spielbar. Außer Tales of Symphonia. Da gab es wirklich einige Charaktere, mit denen konntest du gar nicht irgendwie kämpfen. Außer du wolltest irgendwie, weil nicht halt Magier Fernkampf spielen. Mal ein Sorbet kochen, glaube ich. Na, ich nehme an, jetzt kein Speicherpunkt in der Nähe. Jetzt pass auf, im nächsten Raum ist direkt einer. So alle Schätze hier einsammeln, hallo? Und kannst du mir nicht sagen, dass ich hier einfach liegen lassen soll.連れてきてんだよ。連れてきたわけじゃないんだけどね。ユリに会いに来たのじゃ。度胸ある。お嬢さんだな。でも今更か。海辺のシーラカンスより度胸あること。折り紙付きなのじゃ。度胸があるのは知ってるよ。でなきゃあのゴーツク爺爺の屋敷に一人で乗り込まねえだろ。ラゴーの屋敷のことですね。船の方は大丈夫なのかよ。
Was labert ihr eigentlich? Immer noch Geistermonster, ey. Wir können die so was irgendwie allen vereint. Fängt sich das kleines Mädchen. Rita, でも、さっさと出るわよ。何よ、せっかく来たんだからゆっくりしていきましょうよ。ゆっくりなんてしてらんないわ。私にはリアルのことを調べるっていう大切な使命があるんだからね。別に、タイは。鏡の向こうに変な顔。違うわ。これは、なんかかわいそうになってきたわね。彼女のためにも早く目的を果たしましょう。はい、そうした方がいいかと。 Heilung, ja. Also ja, wir können ja jederzeit wechseln. Ich habe mich gefragt, wie geht denn das jetzt mit der Gruppenaufteilung? So, wer ist denn hier noch am Lernen? Alle. Cool. Wir brauchen Estelle zum Heilen. Wir brauchen Rita, weil sie ist noch Level 30. Wir brauchen Raven, weil er ist auch noch Level 30. So, perfekt. Okay. Du Blöder. Wenigstens kann ich mich hier heilen. Und ich vergesse immer, Formwechsel ist. Nee, nicht Zauber. Da. Was? Boom. Kann gedrückt halten, sehr gut. Schon wieder aus Versehen die Form gewechselt. Ist in jeder Form möglich hier aus. Boom. Wer den gesehen? Ah, schon wieder beinahe. So, da ist noch eine Truhe, die hätte ich gerne. Oben ausgezeichnet. Boah. Leute. In der Geschickform tut er noch mehr Schaden machen. Nee, nee. Kann ich nicht gucken. Was ist das? Ich treffe damit nichts. Nein, ich habe jetzt zwei gedrückt, Mann. Nein, boah, das gibt's doch nicht. So, komm her. Warum konnte ich nicht? So, komm her, endlich. Also umgefallen. Ein Hoch auf den alten Mann. Was der alte Knacker noch alles kann, ne? Zusammen sind wir viel besser. の大切さをさ、まあそうね。ガキンチョにしてはいいこと言うじゃない。協力らしいことは一切やってないけどな。まあいいじゃない。一緒にいて怖さが和らぐなら。そんな簡単なもんかね。ギャー！あそこに亡霊の影が。お、悪い。ワンコの影だったみたい。あんた、殺すわ。今すぐ殺してあんたを亡霊にしてあげる。 Okay, muss kurz einen Schnitt machen. Weiter geht's. Okay. Boom.
Wir sind jetzt da eingegangen, ne? Ne, da sind wir noch nicht hingegangen. Orangengummi, das ist auf Verschwendung. Hier ist ein Speicher. Ja. Hier ist ein Heilspeicherpunkt. So, ich nehme an, wir müssen nach oben, ne? Aber lass mal gucken, was hier ist. Wir haben bestimmt wieder voll weit übersprungen. Ja, wir sind auch von hier gekommen, ne? Wie können die bitte schön das hier verpasst haben? Oder liegen gelassen haben, hallo? Was stimmt mit euch nicht? Da kriegen wir irgendwie gar nicht nach mir. Da sind die Gegner hier wieder aufgetaucht, ne? Pass auf. Oh. Ja, ich im Spiel gesehen. Hab ich nicht gesehen, was er gelernt hat. Was hast du gelernt? Liebesfall. Schicke einen Pfeil, mein Freund mit wenig KP 2. Spürst du seine Liebe? Was? Er hat eine Heilart. Cool. Boom. Hab ich eine Karte auf dich geworfen? Neues Rezept, Rindschüssel. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das gelernt habe. Bitte, boah, willst du mich verarschen? So. Oh, wieso muss ich ihn da so schnell, so nah nicht heran? Ist noch gar nicht voll. Ich drücke ganz nach unten. Oh ja. Oh gut. Langsam kriege ich das hin mit dem. Randfertigkeit, Jäger. Jäger. Okay, war es noch nichts. Der Kampf gegen Luftgegner, die angestellt und mindert den litten Schaden. Irgendwas Rezept, mein Gott. Sie muss noch Sandwich lernen. Jeder andere muss noch alles andere lernen. Habe ich uns mal irgendwann offscreen hier eine Kochstunde machen? Weiß ich nicht. Dann versucht sie sicherzustellen, dass ich hier alle Rezepte habe. So, warum laufe ich eigentlich mit Juri durch die Gegend? Hallo? Patty, wir sind auf einem Piratenschiff. Oder ein Geisterschiff, also. Oh, Geld. Sieht aus, als wird jetzt ein Boss kommen. Pass auf. Oder ein Toter. Ist das Alfred? Ist eine Pirat, der in jedem Tales aufs Spiel vorkommt? Ist er den seine Leiche? Asurureki 232年, Bruel no tsuki 13? Asurureki mo Bruel no tsuki mo 帝国ができる前の暦ですね。1000年以上も昔か。そんなに船が漂流して40と5日。水も食料も塔に尽きた。船員も次々と上に倒れる。しかし私は行けない。ヨウムゲンの町にクリアシエルを届けなくては。魔物を退ける力を持つ クリアシエルがあれば町は助かる。クリアシエルを例の赤の小箱に収めた。ユイファンにもらった大切な箱だ。彼女にももう少しで会える。みんなも救える。でも結局この人は町に帰れずここで亡くなってしまわれたんですね。エステル、千年も前の話よ。
Klingt wie diese Barrieren. Ja, dann sag ich doch gerade. In der roten Kiste, hat er doch gerade gesagt. Okay, du Pisser. Klingt doch nach Bosskampf, wenn ich den ja das Ding wegnehme. Hey, du triffst mich gar nicht. Endlich habe ich mal jemanden, der ja gegen die Luftgegner was ausrichten kann. Boom. Möchte noch eine Bombe gegen das Gesicht werfen. Was ist das? Dreck. Fahrspiel, tut ihr voll im Kreis rumlatschen. Was ist das? Komm her. Start. Oh Gott. Das Video Mondzahn nur mit einer Knarre. Was ist das? Komm her. Wo? Gott. Bei ihr habe ich leider nichts anderes zum Ausrüsten. Also Reliquien-Symbol. Stellt mitunter 3%. Was soll das denn heißen? Im Kampf? Nee. Was ist denn hier oben noch? Also bestimmt auch noch ein Riesenschatz. Ja, war noch eine Tür, wo ich rausgehen konnte vorhin. Haha, da geht's noch mal hoch. Salbei. Warte mal hier. 10.000 Gold, yay. Eigentlich voll unsicher, so eine Truhe irgendwie ganz oben irgendwie hinzupacken. Man muss noch einmal irgendwo eine Kurve nehmen, nicht so stark, und das fliegt da raus, genau wie mit die Truhe da. Schatz, unsere, nee, Captain. Oh, Captain Schatz, Schätzchen, unser Schatz ist runtergefallen. So, rein da. Da kommen wir mal Stand verlassen. Da kommt da so was von Bosskampf. Pass auf. Ich heile mich mal. これがクリアシールかな。日誌に書かれた通りならこれがそうだろうな。おっさん取ってよ。いい、よどっての。何言い出すのよ、全くこの和行動は。いい年して、おっさんは怖がりなのじゃ。そういうパティちゃんはどうなのよ。子供と張り合うなよ、いい年して。 Mit dem Arm noch dran. Judith-chan?
Was willst du denn dann wissen auf einmal? Hi, was geht? Wie kamen sie zu diesem Schluss, dass er irgendwie die Monster anzieht? Hey, die Musik habe ich schon mal gehört. Der ist Vexillia oder Vexillia 2. Okay, der hat eine Menge AP. Oh Gott. Alter. Okay, ich dachte, dieser Steinkampf von dem Ding. Okay, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wie stark die Bosse im Normalfall sind, aber aua. Fast 200.000 AP klingt nach sehr viel AP. Wenn ihr mich fragt. Oh, danke. Boah, ist so geil, dass Raven jetzt heilen kann. Ich kann nicht darauf schießen, ja. Das ist gut, ich kann voll aus der Ferne angreifen. Na, Hilfe. Ah, Hilfe. Oha, ist gut. Ich bin tot oder auch nicht, weil er nicht angreift. Gut, Alter. Ich wollte schon sagen, Estelle, heil uns mal. Genau, geh weg, weil er so umgefallen. Gut, toll. Okay, wie toll, was habe ich gemacht? Nein, ist also irgendwas Pille. Habe ich irgendwas gegen Pille? Schwäche dran. Gut, man geht doch nicht die ganze Zeit auf sie los. Ich muss uns heilen. Oh, Raven ist tot. Er sieht mir ein bisschen zu stark aus. Aber danke. Los, schnapp ihn dir. Aua. Er ist immer noch im Überleben. Hallo? Nein, nicht schießen, bitte. So, geschickt worden, das läuft besser. So, jetzt bin ich meinem Ding. Was machst du jetzt? Oh, der fällt jetzt wieder um, ist klar. Oh, immer wenn ich im Überlimit bin, dann machen mich die Bosse fertig. Ich muss doch die Gegner fertig machen. Nein, nicht Orangengummi. Ah, Rita. Okay, sie hat noch geschafft zu überleben. Mein Gott, der ist nicht leicht. Der, boah, der hat noch so viel AP, ey. So,
Alter. Kann ich wieder beleben. Hey, nicht fair. Oh, wie mache ich denn diesen Sprung? Oha. Upsa. Na gut, ich wurde noch von der Heilung erwischt. So angefangen, komm her. Hey, dieser Typ, ey. Das wollte ich eigentlich nicht. Hey, wir kommen irgendwie nicht voran. Nein, ich setze die ganze Zeit die falschen Heil-Items ein. Er hat nur so viel AP, ey. Okay. So, da. Zum Halbweg wieder. Komm schon, ich hab den gerade. Der gerade voll gekettet. Warum er? Oh, komm mal her. Oh, ich treffe den nicht. Ja. Er hat noch so viel AP übrig, ey. Boah, was? Wie sind das hier schon wieder alles passiert, ey? Form. Aua. Ja, danke. Mister. Dieser Pizza. Ey. Form. Oh Gott. Alter. Warum mich so schnell kaputt sauen, ey. Alter, ey. Warum macht denn der uns jetzt so schnell fertig, ey? Oha. Alter, was ist hier auf einmal los? Ah. Schwächetrank. Oh, Alter, Junge. Wir haben den Kampf noch voll im Griff, gerade noch vor ein paar Sekunden. So, ich kümmere mich um den. So. Oh, ist das jetzt auch krank? Super. Oh, sie ist tot. Ja. Oh Junge, lass mich doch mal ein paar Sekunden hier überleben. Oh Gott. Wie sind das hier so aus dem Ruder jetzt gerade gelaufen? Oh, das Teil hat auch keine TP mehr. Oh. Mal geht doch mal auf mich los, ey. Ey, was ist hier los? Ja, boah, jetzt sind wir so weit von tot. Ey, was ist das? Lass mich doch mal ein paar Sekunden hier leben. Ey, was ist das? Der Kampf lief mal so gut am Anfang. Und auf einmal geht es hier voll im Bach runter. Ey, der geht aber auch nicht von der weg, ey. Ey, ach.
Ja, super, jetzt haben wir verloren. Geil. Mein Gott, mach doch mal halblange. Welches Level ist er? Oh, 27, was? Er macht uns wohl fertig, ey. Weil der geht auch nicht weg von Estelle. Ja, pff. Ja, jetzt sind wir tot. Ey, voller Bescheiße. Als ob er es jetzt schaffen kann, letztes Mal. So, wir brauchen ey, dieser Angriff, ne? Ja, was soll ich dagegen machen? Ich schon wieder verloren. Ja, nur einen Trank des Lebens. So, komm. Estelle darf nicht verrecken. Nur so ganz nebenbei. Nein. Nein, und jetzt sind wir tot. Nein, geh weg. Aua. Ja, okay. No. Keine Tränke des Lebens mehr, also ja, Mann, das ist auch voll kacke, ey. Ja, gut, also muss ich wohl ein bisschen grinden, ja, ne, weil das schon wieder passiert. Außerdem habe ich eine ganze schon wieder in dieser Boss, ey. Ja, wahrscheinlich eine bessere Gruppe herstellen oder so, keine Ahnung. Glaube ich auch eine Weile her, seit ich gespeichert habe, ne? Also bevor wir da oben hingegangen sind, ne? Also muss ich das auch machen, ja. Gut, egal. Wir haben ein paar Parts aufgenommen, zwei Stück. Muss ich ein paar Sachen hier lernen, wieder. Ein bisschen kochen, mal schauen. Können wir eigentlich zurück? Aber wir können gar nicht zurück, um Sachen zu kaufen, ne? Nein, geh weg. Wir können doch nicht mal zurückgehen, um zu kaufen. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Gut, na, dann muss ich wohl ein bisschen hier leveln, so Level 32 vielleicht. Ein paar Fähigkeiten lernen. Und ja, hoffentlich sind wir da ein bisschen besser am Start, ne? Vielleicht eine bessere Gruppe. Ja, dann danke ich euch alle fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar, das wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.